Es kann weitergehen mit Let's Play Transformers 3. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier gerade auf dem Weg zu der Kyro-Kammer. Denn dort sollen wir jemanden aufwecken, Leute. Doch wer könnte das sein, Leute? Ich weiß es selber nicht, aber wir werden es natürlich gleich erfahren. Wir sind hier in der Basis der Decepticon und spielen natürlich Lord, Fürst, Mrs., Mr. Megatron. Und ja, Leute, ihr seht schon, die Autobots haben unsere Basis gefunden und deswegen... kriegen wir hier ganz schön Schaden ab, was ich gar nicht mal so gut finde. Unsere Decepticon-Kollegen lösen sich da hinten schon auf. Ja, wir lösen uns aber nicht so leicht auf und wir müssen jetzt hier weiter, Leute. Wir haben uns im letzten Part hier das Plutonium geholt, damit wir jetzt auch wieder unsere kleinen süßen Jünglinge holen können. Ey, du hast ja überlebt. Boah, bin ich stolz auf dich. Und wir versuchen das jetzt natürlich weiter hier zu überleben und noch mehr Autobots alle zu machen. Denn so leicht besiegt man Lord Megatron nicht. So. Bam! Weg da! Aus der Bahn! So, Megatron macht halt wirklich immer so einen geilen Hieb einfach. Einfach wirklich, dass es sieht wirklich so aus, als würde sie einfach so aus dem Bild schleudern. So, aus der Bahn! Der andere macht immer so einen Hieb oder so einen Schlag und er einfach immer so, kein Bock auf euch! So, da ist ein großer, da muss man aufpassen. Oh, die Kamera zoomt immer so blöd weg, wenn man irgendwann an der Wand ist. So, du kommst da nicht rüber, oder? Big Daddy hier. Big Daddy? Daddy! Ist Big Daddy down? Scheint nicht so der Fall zu sein. Big Daddy's down. So, auch die nächsten Autobots hier platt gemacht. Ich gehe hier aus Prinzip so, dass sie mich abschießen können. Könnt ihr gerne mit mir anlegen. Wenn die Kamera nicht so dumm wegzuckt. So, komm schon. Hä? Der ist doch... Ach. Da war einer und irgendwie, ich verstehe es nicht, dass ein Sniper, sieht, die sind tot und jetzt sind die hinter der Wand. Verzeihung für die kleine Unterbrechung, ich bin ein wenig erkältet und muss hier erstmal ein bisschen so husten und sowas. Aber was ich sagen wollte, seht ihr das? Die Laserstrahlen sind teilweise auch, wenn man die wegschießt, sind immer noch Laserstrahlen. Muss ich nicht so ganz verstehen. Egal, ich laufe jetzt einfach durch. So, gut. Gut, dann, ach, wir können uns ja immer noch nicht verwandeln, schade. Ich will mich jetzt nicht verwandeln können, am besten in einen Panzer. Leute, Megatron als Panzer ist immer noch cool. So, schauen wir mal. Zeig mir den Weg zur Kryokammer. Sende Koordinaten. Ihr müsst durch die Tunnel in der Nähe des Trockendocks. Ich würde sagen, wir sind auf der richtigen Fährte. Schade finde ich aber, dass es hier irgendwie keine Brutkammern mehr gibt. Also wir können hier keine Brutlinge mehr erstellen. Oh, ihr seid ja Decepticons. Sorry. So, was ist denn da los? Oh, da sind wieder meine kleinen Brutlinge. Bim! Da kommen sie. Die kleinen süßen Freunde. Die. Kommt schon. Dann holen wir hier gleich den nächsten, wenn der hier sich da hinten verstecken will. Ah, der war schlecht. Und dann holen wir jetzt mal hier ableiten. Ah, damit. Damit tun wir die ja richtig schädigen hier. Weil es trifft gleich so viele. So, da oben auch gleich der nächste. Ah, wunderschön. So kann das nur Lord Megatron machen. So, up, aber auch ein Lord Megatron muss ich mal für 2 Sekunden zurückziehen und ab hier die Generation machen. Oh, wo kommst denn du her? Kann ich eigentlich irgendwo in Deckung gehen oder? Geht nicht, gell? Geht nicht. Geil, das ist ja... Ach Leute, Mann. Diese Abschnitte in diesen engen Leveln sind immer so dumm, weil da einfach nie Deckung ist. Obwohl man mal kleine Wurm-Spinnenviecher da... Und jetzt kommt Ladezeit, komm schon, Ladezeit. Ich hasse Ladezeiten, Ladezeiten sind dumm. So. Wahrscheinlich hätte es uns da unten auch hinsetzen können. Aber leider, es war echt gerade dumm, weil da einfach keine verdammte Deckung irgendwo war. Warum immer, wenn wir in einen Raum gehen, haben eigentlich die anderen immer eine bessere Position? Verdammte hässliche Autobots, Leute. Ich hasse Autobots. Deshalb gegen Decepticon zu spielen ist viel cooler. Decepticon sind nicht so unfair und campen immer nur von oben. Gegensatz feigen, Pesen, gemeinen Autobots. So. Ne, euch dummen, unfairen Raketenschütze, die wirklich da immer nur oben campen. Ne, euch mal erst allererstes platt. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr hier. So, und jetzt kommen die Freunde hier wieder. Und wenn da oben noch welche sind, wartet. So, wartet. Komm. Lass die auf. Komm schon. Oh, das könnte knapp werden. Ah. Ich glaube, es hat sie erwischt. So.
Weg da, komm schon, schieß, 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 schieß. Weggehauen und... Hä? Haben sie da... Ah, doch, es sind welche rausgekommen. Aber ich gerade nicht weiß schon wieder, wo ich hin muss. Egal. Geh mal weiter. Stört mich ja nicht, wenn die da oben noch weiterballern. Schießt du, Lord Megatron in den Rücken. Ach Leute, die Autobots haben echt keinen Anstand hier. Pah. Schämt euch. Wartet. Und jetzt komm mal. Na, ah, schnell viel Charakter hin. Huh. Weg und weg. So, und wo sind die nächsten kleinen süßen Autobots? Da. Keine Chance gegen meine Babys haben sie. Umfallen tun sie wie die Fliegen. Und das hat nicht mal getroffen. Oh, das war... Ja, klar! Ja, klar, da kommt so ein verdammter MG-Schütze. Ja, fair. Geht's noch. Sei halt noch lustiger Spiel. Oh. So, können wir uns wieder verstecken. Oh, das war ja unfair. Ganz ehrlich. Ja, wo ist der hergekommen? Da ist eine Säule, aber die hat sich dahinter, hinter dieser Säule so gut versteckt, dass man ihn natürlich nicht sehen konnte, gell? So, ich hoffe mal, die kleinen Viecher schaffen es, den großen Dicken hier alle zu machen. Denn mir gehen die Ideen aus bei solchen unfairen Sachen. So. Wichtigste ist immer nur, dass man die großen Dickerle ablenken kann mit den kleinen Dingen, mit den kleinen Spinnen hier. Das ist echt wichtig, weil das reicht eigentlich schon, damit man denen dann alle machen kann. So, gehen wir weiter. Oh, da werfen jetzt auch Granaten nach. Was seid ihr für lustige Spielgefährten? Wisst ihr, wo auch lustige Spielgefährten sind? Da kommen sie gerade. Pah, will mich hier blenden. Mit was für Mitteln die hier spielen. Die Autobots hier. Rauchgranaten. Blendgranaten. Unfairen Leute. Ach, komm, komm, komm. Da mit solchen Leuten kann man ja nicht spielen. Braucht ihr eine funktionierende Fahrzeugform? So, diese Form ist für meine Zwecke richtig. Hä? Jetzt sind wir der Optimus Prime Truck. Der sieht zumindest sehr ähnlich aus wie der Optimus Prime. Okay. Ich weiß, wie man ändert. Achso, ich muss aufhauen. Ach, schade. Da bin ich jetzt enttäuscht, Leute. Warum sind wir jetzt nur ein Truck? Ich wäre jetzt echt gerne so der Panzer geworden, aber nee, jetzt sind wir nur ein Truck. Aber immer ein Truck, der ganz schön fette Sachen hier schießen kann. Und Tarnraketen. Alter, sind die stark. Schau mal, das sind Panzer. Und trotzdem fliegen die da in die Luft. Megatron ist da. Ich glaube, die haben echt keine Chance. Diese Tarnraketen, wie stark sind die denn bitte? Sehr geil. Hui. Hui. Oh, da will man ein bisschen spaßig rumhüpfen und dann kommen immer die Panzer, die einem im Weg stehen. So, aus der Bahn. Weg da. Soll ich auch von allen Seiten gehackt verballert? So, da müssen wir aufpassen. Oh. So. Hä? Wo kommen die denn her? So, habe ich die vorher übersehen oder so? Kommt her? Ja, kommt her. Ja, wenn ihr spielen wollt, dann spiele ich mit euch. So, ich würde sagen, Sesam, öffne dich. Komm, auf da. Ich weiß zwar nicht, wie es mit unseren anderen Decepticon-Kollegen aussieht, aber egal. Mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, denn ich lebe. Und das ist doch die richtige Einstellung als Decepticon. Ah! Was war denn das? Da ist irgendwas hinter mir explodiert, deswegen bin ich nach vorne geflogen. Und vor mir explodiert auch was. So, Truck gegen Panzer, Leute. Wer gewinnt? Also ich würde immer auf 1000% auf den... Oh, war schon wieder so unfair. Ja, klar! Oh, langweilt dieses dumme Spiel manchmal. Oh, ja, klar. Was kommt? Was kommt? Ist doch so klar. Da kommt ein... Dicker Kerl, der schwerste, was es hier bis jetzt gab. Und was kommt natürlich noch im gleichen Maß? Natürlich kommt da noch einfach mal zwei von den dummen Raketenschützen. Kam bis jetzt kein einziger, aber nee. Jetzt auf einmal kam der auch, gell? Ah,
Ich hasse diese Raketenschüsse einfach nur, weil sie so unfair sind. Ich meine, selbst die dicken Klopskerle, wenn man auf sie schießt, gehen sie halt immer so in die Brüche. Aber diese dummen Raketenschüsse, die stört es ja einfach nicht. Auf die kannst du so viel schießen, wie du willst. Das kann ich alles nochmal neu machen. Stimmt's, gell? Natürlich. Okay, glücklicherweise war hier immer ein Checkpoint. Boah, wie ich diese verdammten Raketenschüsse echt hasse. So. Oh, auf die habe ich echt eine richtige Wut. Die stören mich nicht annähernd so sehr wie die Raketenschützen. Auch wenn er mich jetzt hier gleich wieder tötet. So, lädt dich auf. Oh, Glück gehabt. Puh, aber diese Raketenschützen, von denen kriege ich echt hier Pestbeulen. So. Komm, weg damit euch Panzern. Ich sehe die gar nicht, weil da alles einfach nur raucht. So. Ja, hüpft alle her. Warum halten eigentlich die Standardautos mehr aus als die Panzers? Schau ich mal an, wie viel der schon ausgehalten hat und wie viel hat bitte so ein Panzer ausgehalten? Gar nichts. So. Zielerfassung. Bing. Warte, wie funktioniert Zielerfassung eigentlich? Okay, so. Weil wir haben das noch nie gemacht. Also im Endeffekt zoomt es nur kurz ran. Naja, lohnt sich jetzt auch nicht. Warum kann ich nicht zurückfahren? Ah, dumme Barrikaden. So. Darf ich irgendwo hin? Dahin. So, da kommen wir schon in die nächsten Autos. Ich hasse, wie sie mal gegen mich gewagen kommen. Ich will doch einfach nur vorbeifahren an denen. So. Aus der Bahn einfach hier. Weg da. Was fliegt ja nicht alles auf mich? Oh, Panzer schon wieder. Ja, kein Problem. Die kleinen, diesen Panzer. Pff. Die. Mit denen habe ich ja gar keine Angst. So, zieh einfach so. Weg da. Wie viel hält denn der aus? Habe ich schon mal gesagt, dass die Raketen... Dinger... Oh, es ist gar kein Raketen, oder? Aber wie viel der gerade ausgehalten hat, Leute. Hätte ich mir erst aus dem Bossfight. Hallo. Was ist denn... Darf ich mal in Deckung gehen und hält die Deckung auch mal irgendwie Schaden von mir ab? Wäre ganz cool. Also ich weiß nicht. Normalerweise hat die Deckung so Nutzen, dass sie einen beschützt. Aber hier nicht. Ne, hier ist es anders. So. Weg da. Oh, nicht noch so ein Klopskerl. Klopskerl. Ist doch nicht so unfair. Klopskerl. Ja, ableiten bringt doch nichts gegen den. Geil, geil, geil. Und keine Deckung. Wo man auch hinsieht. Und ich bin so saumäßig langsam und... Boah, furchtbar. Wenn was schlecht läuft, läuft alles schlecht. Jetzt ist die Kamera wieder so behindert, dass ich ihn nicht treffen kann. So. Oh, ist das so grausam. Komm, Gas geben, Megatron. Du bist der Supertruck. Du bist der noch cooler als Optimus Prime. So. Wir brauchen schon den optimalen Optimus Prime, wenn er Megatron ist. So. Öffne dich bitte. Schnell, schnell, schnell. Drücken, 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 drücken. Und Sesam, öffne dich. Und weiter geht's. Komm. Gas geben. Keine Ladezeit. Keine Zeit für Ladezeiten. Wir müssen Gas geben. Dass es schmerzlos wäre. Warpath in einer Panzerform. Und er hat sogar ein Schutzschild, so wie das aussieht. Ha, sehr geil. So, können wir vielleicht Brutlinge aufbeschwören? Das wäre eigentlich ganz hilfreich. Ach ja, geil, die Deckung geht runter. Ja, klar. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen, gell? Muss man einfach über seine Raketenschüsse einfach rüberspringen. Sehr geil. So. Weichen wir gut aus? Naja, wir haben noch die Hälfte des Lebens. Eher nicht. So, kurz Leben regenerieren. Komm schon. Wir müssen aufpassen, dass es nicht... Weil ich wette, die Dinger krachen noch auf uns zusammen. Ich wette drauf, Leute. So, Zielerfassung und zackaboom, zackaboom, zackaboom. So, wir haben immer gleich mal sein Schutzschild da weggeschossen oder was auch immer sein mag. Und dann sollten wir ihn doch normal angreifen können. Ja. What? Warum ist der auf einmal so groß? Warpath, ich kenne nur Warpath. Ist aber nur normaler Autobot. Der ist auf einmal so riesig.
So. Komm schon, mit unseren Raketen machen wir dem richtig schön viel Schaden. Und die Hälfte der Deckung ist ja, oh, alle eigentlich so gut wie jede Deckung weg. Schlecht, Leute, schlecht, Leute, schlecht, Leute. Nein, wir gehen noch nicht runter, wir warten kurz. Ah, Leben hat sich eh wieder schön voll aufgeladen. Sehr gut, sehr gut. Whoppet ist in den letzten Bereichen seines Lebens. Und jetzt hat man vielleicht da... Oh, verdammt. Ja, klar! Die Rakete ist auch noch auf mir explodiert. Sehr gut. Okay, kurz. Leben. Das hat ja sehr geil geholfen, das Leben aufladen. Verdammt! Hüpf weg! Hüpf weg! Hüpf weg! Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wir haben keine Deckung mehr. Ah, wir haben wieder voll Leben und jetzt... Komm, beendet's! Whoppet! Auf! Wiedersehen! Nicht mal an deinem besten Tag wärst du mir gewachsen. Tja, ein Autobot, der sich King Lord Megatron aufstellt. Wie süß ist denn das, Leute? Als ob er immer seine Chance hätte. Okay, dann rasen wir jetzt zur Kryokammer. Oh, ich will jetzt nicht schon wieder so einen ewig langen Fahrabschnitt haben. Ich möchte jetzt zur Kryokammer. Ich möchte jetzt in diesem Bad verdammt nochmal herauffinden, wer in dieser Kryokammer steckt und wen sie aufwecken wollen. Da bin ich jetzt echt gespannt darauf. Grimlock, nee. Wäre aber geil. Aber der ist eigentlich irgendwie nicht auf der Seite der Auto, der Decepticon. Aber wäre echt ganz geil. So. Kryokammer, wo bist du, Leute? Wer steckt da drinnen? Das System muss abgeschaltet werden. Keine Waffen in der Nähe abfeuern. Jede Störung des Systems kann zum Einfrieren führen. Ich werde gleich kommen, Autobots, und schießen rum. Ich wette drauf. So, okay. Dann schalten wir die Kyro ab. Und schauen wir mal. Da hinten soll ich da was zerstören, oder? Sehe ich das falsch? Shockwave befindet sich in einer Kammer direkt unter euch. Die Tanks liefern die Kühlflüssigkeit. Diese Technologie kenne ich nur zu gut. Die Amerikaner haben mich auf ähnliche Art eingefroren. Wirklich ironisch, dass Shockwave dasselbe Schicksal durch die Russen erlitt. Shockwave! Oh mein Gott! Die haben Shockwave! What the hell? Warte mal, da muss ich was anderes machen. Shockwave ist hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja krass. Shockwave ist hier. Oh, Leute. Einer der gefährlichsten Decepticons wartet nur wieder aufzustehen. Megatron, nehmt euch vor dem Kryodampf in Acht. Oh, Leute. Das sieht nicht gut für die Autobots aus. Ganz und gar nicht. Komm, Leute. Wir wollen hier doch wieder unseren alten Kameraden aufwecken, Leute. Einer der gefährlichsten Decepticon, die es gibt, Leute. Und er wartet nur darauf, wieder aufzustehen. Und diese Freude gönne ich ihm doch. Ich bin eingefroren. Cool. So. Ihr seht, hier wird alles weiß. Und gleich sollten wir ihn hier aufwecken können. So, komm schon. Wir vereisen. Das ist nicht gut. So, schnell da raus. Na, geh auf, du verdammte Tür. Und schnell da raus. Ah, super. Okay, hier hat's aufgehört. Okay, Leute. Und kehrt nun wirklich hier wieder Shockwave zurück. Das wäre was, Leute. Aber davor kommen noch erstmal ein paar nervige Autobots. Sonst wäre es ja auch zu leicht, Leute. Sonst wäre es ja auch zu leicht. Komm. Kurz die wegballern. What? Warum habe ich so wenig Leben? Warum habe ich so wenig Leben? Warum? Warum hatte ich gerade so wenig Leben? Egal. Warum auch immer, wir machen nun einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.